Hey und herzlich willkommen zu Part 29 meines Horse Ranch Let's Plays. Heute mal nicht in Chestnut Ridge, sondern auf Solani, denn hier haben wir den letzten Part beendet. In diesem letzten Part ist ja unsere kleine Melody zum Kleinkind geworden. Sie liegt auch gerade noch im Bett, während hier gerade ihre Mom Elena mit ihrer Schwester Maddie dabei ist, das Frühstück zuzubereiten. Und Milo konnte es nicht abwarten und nimmt sich ein Stück Schokotorte. Milo, deine Familie kocht hier gerade für dich. Das ist ein bisschen fies, wenn du dir jetzt einfach ein Stück Schokotorte nimmst. Naja, auf jeden Fall hat sie jetzt hier gekocht. Ich hatte eigentlich den Plan zu versuchen, die ganze Familie an einen Tisch zu kriegen, aber Milo hat ja natürlich jetzt mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, Melody ist übrigens auch gerade schon aufgestanden und es geht ihr richtig gut. Und Leute, das passt einfach so wahnsinnig gut, weil der Plan ist ja, dass sie Solani einfach absolut liebt. Sie findet es einfach fantastisch hier und das spiegelt sich ja jetzt auch gerade einfach in ihrer Laune wieder. Kommt unsere Ranch Hilfe jetzt etwa nach hier. Ranch-Hilfe, wir brauchen dich nicht hier. Du musst nach Hause zu unseren Pferden und nicht mit in den Urlaub kommen. Auch wie schön, Darian steht hier gerade vor der Tür oder beziehungsweise geht gerade an unserem Haus vorbei. Und das bringt mich gerade zu der Idee, was wir in diesem Part machen. In diesem Part werden wir nämlich auf jeden Fall mal Darian besuchen gehen. Denn wie gesagt, da hattet ihr mir ja schon geschrieben. Ich kann mal gerade gucken, wer das war. Luna Adair hatte mir geschrieben, was mit Darians Sohn ist. Ob der nicht im gleichen Alter wie Maddie ist. Und ich glaube, da hast du recht. Das müsste eigentlich so sein. Ich glaube, Maddie kennt ihn. Wir können ja mal gerade gucken. Nee, Maddie kennt ihn noch nicht. Ach, wie süß. Oh mein Gott, das ist wieder so schön. Oh, da fällt mir vor lauter Glück mein Knopf aus dem Ohr. Es ist so fantastisch, weil einfach. Oh Gott, okay. Langsam. Wir hatten gesagt, dass Melody singen und Musik und so weiter, also dass sie Musik liebt. Und wie wunderbar passend ist das, dass sie jetzt die Marotte singfreudig enthüllt hat. Das ist doch manchmal ist es einfach viel zu schön, um wahr zu sein. Es ist manchmal so irre, wie gut das Spiel mir in die Karten spielt. Also in letzter Zeit ist es wirklich krass, wie passend das alles ist. Also sie liebt es zu singen. Und wie schön ist das? Sie wird später dann auch einfach ganz oft singen und wahrscheinlich dann Geige spielen. Das hatten wir ja schon besprochen, dass sie das eben macht, dass sie einfach Musik liebt und nicht nur, dass das einfach zu ihrem Namen auch fantastisch passt, es ist einfach total schön, dass wir das auch mal erkunden. Wo wir gerade beim Thema Fähigkeiten und Vorlieben und so weiter sind, da hatte ich mir nämlich überlegt tatsächlich, dass wir vielleicht unsere Maddie bei den Pfadfindern anmelden. Irgendwie könnte ich mir das gut vorstellen bei ihr. Ich mache das jetzt auch einfach mal. Ich glaube, das ist sowieso erst nächste Woche, dass das da losgeht. Wenn ihr das also doof findet, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich sie da auch wieder abmelden. Aber ich finde das irgendwie sehr passend bei ihr, weil ich finde, sie ist so jemand, sie tut einfach gerne Menschen was Gutes und sie hilft. Und oh mein Gott, hat Melody gerade ihren Vater getreten? Okay, dieses Kind ist jetzt schon ein bisschen am Randalieren. Ja, also wir könnten jetzt Maddie eben bei den Pfadfindern anmelden und ich würde Elvin dann natürlich auch bei den Pfadfindern anmelden, damit sie dann eben zusammen immer dahin gehen. Und dann bekommt sie ja diese Tafel, wo sie dann immer die Abzeichen sammeln kann, wenn sie dann was Gutes macht und sie ist aggressiv. Eieiei, okay. Das hätte ich jetzt tatsächlich so nicht gedacht, dass sie ein aggressives Kleinkind ist. Aber gut, ja, manchmal meint das Spiel es dann doch ein bisschen anders als ich. Aber gut, wir versuchen natürlich jetzt das Beste daraus zu machen. Maddie hat übrigens hier schon angefangen, nach Muscheln zu graben und hat so ein bisschen was gefunden hier am Strand. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir haben jetzt gleich 9 Uhr morgens. Ich denke, das ist eine Uhrzeit, wo man Leute besuchen kann. Jetzt sollte ich schon Kai zu ihm sagen. Milo, du kannst mal deine Tochter anziehen, kannst mal ihre Windel wechseln und ihr Outfit wechseln und dann können wir jetzt gleich. Warum hat sie so komische Melonen-Outfits? Und dann können wir nämlich jetzt gleich mal unsere Familie besuchen gehen. Und ich habe mir gerade so überlegt, ich fände es eigentlich, weil ich habe jetzt gerade. Ich habe gerade Folgendes gesehen. Elena hat gerade den Wunsch, eine neue Beziehung zu beginnen, weil sie ja sprunghaft ist. Das wollen wir natürlich verhindern. Also wir wollen natürlich verhindern, dass sich dieser Wunsch jetzt festigt und sie das auf jeden Fall möchte und sie sich dann von Milo trennt. Das ist ja letztendlich was, was wir auf keinen Fall wollen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir jetzt gleich die beiden Kinder vielleicht bei Darian lassen, dass Julie und Darian so ein bisschen auf die Kinder aufpassen. Wir werden natürlich jetzt erstmal gemeinsam zu denen reisen, werden da vielleicht zusammen irgendwie ein bisschen spazieren gehen oder also müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir haben ja noch ein bisschen was, was wir mit denen gemeinsam da machen können. Und dann lassen wir die Kinder eben bei denen und lassen Elena und Milo mal so ein bisschen Zeit zu zweit eben verbringen, dass sie ja mehr an ihrer Beziehung arbeiten, dass sie wieder mehr zueinander finden, damit dieser Wunsch von Elena sich hoffentlich ganz schnell wieder verflüchtigt.
Ach, wie schön. Darian ist hier gerade schon im Gewächshaus und ist da gerade die Blumen am Gießen. Wir werden jetzt natürlich hier direkt mal an die Tür klopfen. Und auch wie süß sie ist. Also sein Sohn hilft auch gerade dabei. Er ist tatsächlich in Maddies Alter. Sie ist mittlerweile jetzt auch ein Kind geworden. Und er hilft gerade bei der Gartenarbeit. Wie schön ist das denn? Ach, ich finde das richtig toll. Okay, wir gucken mal, wie es denen jetzt aktuell so geht. Julie und Darian. Also ich sehe jetzt tatsächlich hier aktuell nur ein Kind. Also es scheint so, dass sie jetzt nicht noch mehr Nachwuchs bekommen haben. Hätte ja auch sein können. Und ist es ein Mädchen? Nee. Es ist tatsächlich Ash gewesen. Haben wir ihn dann doch umbenannt? Okay, also wir werden natürlich mal ganz gerade in den Greatest Show, wie witzig, dass Maddie dann zufällig ihn am Strand getroffen hat. Das finde ich richtig toll, dass sie ihn jetzt einfach so zufällig am Strand kennengelernt hat. Da wusste sie vielleicht noch gar nicht, dass sie mit ihm verwandt ist. Das ist ja richtig lustig. Okay, es ist tatsächlich Ash gewesen. Ich meine, er hieß anders vorher. Wir hatten ihn, glaube ich, dann umbenannt, ne? Ich habe das irgendwie gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Aber es ist ein Junge. Ja, es ist ein Junge. Er hat nur irgendwie jetzt hier so ein bisschen Blümchen und so. Ich meine, das ist ja auch nicht schlimm. Aber ich werde ihn jetzt trotzdem mal ganz kurz umstylen. Ich hoffe, das Spiel hört jetzt gleich auf, so zu laggen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich musste jetzt leider relativ schnell aus dem Creative Sim raus, weil da hat es geleckt ohne Ende. Ich habe keine Ahnung, warum. Hier geht es jetzt auch gerade irgendwie los. Ich weiß auch nicht, was ist denn da? Warum ist denn mein Spiel jetzt schon wieder so laggy? Sonst muss ich gleich nochmal kurz neu starten. Ich hasse das. Ich meine, jetzt gerade geht's. Naja, mal gucken. Wir beobachten das einfach mal. Gut, er hat auf jeden Fall jetzt ein kleines Umstyling bekommen. Unser guter Ash. Er steht jetzt gerade hier mit Darian im Gewächshaus. Darian ist mittlerweile auch schon ein Erwachsener. Also, es geht so wahnsinnig schnell. Die Zeit geht so wahnsinnig schnell rum. Und dann wird Maddie jetzt. Ach so, sie hat sich doch eigentlich gestern bei ihm vorgestellt. Aber sie wird dann sagen: Hey, dich habe ich doch gestern schon am Strand gesehen und wie witzig, dass du einfach mein Cousin bist. Ich hätte das, ich habe das echt nicht gewusst und ja, ich denke, also wir gucken uns das jetzt mal an, aber ich kann mir vorstellen, dass die zwei sich schon ganz gut verstehen werden. Ich meine, das ist ja auch Familie. Heißt natürlich nicht automatisch, dass man sich gut versteht, aber gerade als Kinder ist es ja dann doch oft schon so, dass das irgendwie ganz gut harmoniert. Wir gucken aber mal, wie es jetzt hier gerade so ist, aber ja, die beiden verstehen sich auf Anhieb direkt richtig gut. Das finde ich richtig schön. Sie kann ihm ja mal den Tag verschönern. Und er hat jetzt gerade irgendwas Witziges gemacht, was sie auch richtig lustig fand. Auch Leute, guckt mal, wie gut die sich verstehen. Das finde ich schön. Melody wird sich natürlich jetzt hier auch direkt mal bei Ash vorstellen, wird ihn mal lieb haben hier. Sie hat ja keine Angst vor Fremden. Das heißt, sie wird jetzt direkt auf ihn losstürmen. Für Melody wird das natürlich auch ganz gut sein, dass sie jetzt direkt hier die Kontakte nach Sulani knüpft. Ich bin gerade wieder sehr belichtet, aber solange es jetzt noch so ist, ist es okay. Dass sie jetzt direkt schon hier die Kontakte nach Sulani knüpft, ist natürlich super, weil sie wird ja später, wie gesagt, sagt, hier leben. Und wenn sie dann schon mal Ash kennt, ihren Cousin, der hier auf Sulani lebt, ist das natürlich sehr praktisch. Vielleicht kann er ihr dann so ein bisschen helfen, hier anzukommen und so. Aber das gucken wir uns mal an. Okay, Darian pflückt jetzt hier gerade schon die Sachen im Garten. Wir können ja eigentlich mal so ein bisschen helfen, würde ich sagen, oder? Wir können mal ein bisschen gießen und Elena kann mal ein bisschen jäten, dass wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen helfen. Das finde ich ganz schön. So als Familienaktivität. Und wie gesagt, danach fände ich es ganz schön, wenn Elena und Milo dann eben auch mal ein bisschen Zeit nur für sich hätten, weil sie das, glaube ich, wirklich dringend nochmal brauchen. Ich meine, es ist ja schon eine ganze Weile her, dass sie wirklich mal nur Zeit für sich als Paar hatten, sondern das ist ja super wichtig. Deswegen machen wir das auf jeden Fall jetzt gleich. Ja, Melody kommt hier direkt angelaufen und schmeißt sich erstmal ihrem Cousin in die Arme, obwohl sie ihn noch nie gesehen hat. Und das ist so witzig, weil sie einfach genau so ist, dass sie einfach keine Angst vor Fremden hat. Sie wird erstmal ein Lied für ihn singen. Ich hoffe, dass sie ihn jetzt nicht beißt, weil das ging nämlich gerade auch. Sie wird ein Lied für ihn singen und wird ihn liebevoll umarmen und ja, das ist über Geschwisterkind brabbeln, genau. Und dann wird sie noch so ein bisschen irgendwas über Maddie erzählen. Was Maddie vielleicht ein bisschen unangenehm ist, aber genau so schätze ich Melody ein. Das ist einfach, das ist so witzig, dass sie jetzt als Kleinkind halt schon so aufgeschlossen ist. Und ich bin gerade so froh, dass das Spiel von sich aus dieses Charmeur entschieden hat, weil das einfach genau das ist, was halt zu Melody einfach unfassbar gut passt. Dieses super aufgeschlossene und dieses keine Angst vor Fremden und das ist einfach so passend für sie. Und genau, ach, sie hat jetzt, glaube ich, hier ein Abzeichen für ihr Pfadfinder-Dingens bekommen. Okay, ich glaube, sie möchte ihn wirklich beißen. Melody, überleg dir das gut. Ich glaube, du wirst zurückgebissen, wenn du das machst. Beißt sie? Oh mein Gott, sie hat ihn wirklich jetzt gebissen. Melody. Oh mein Gott.
Okay, und unser lieber Stalker ruft mal wieder an und Ja. sagt, dass er eine tolle Zeit hatte. Okay, Melody, aber ich glaube, kannst du hier im Planschbecken, nee, du kannst hier ein bisschen im Sandkasten spielen, würde ich sagen. Vielleicht könnt ihr ja zusammen ein bisschen Sandskulpturen bauen. So, und dann können jetzt Elena und Milo sich so langsam mal verabschieden und dann eben, ja, also natürlich wird Milo vorher Darian gefragt haben, ob das okay ist. Und Darian wird natürlich gesagt haben, ja, klar, natürlich gar kein Problem. Julie und ich sind ja hier, wir passen auf die Kinder auf. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wir haben hier oben ein Restaurant. Ich glaube, hier oben waren wir schon mal, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das war kurz vor dem Antrag. Ja. Aber dann wäre das ja irgendwie nochmal schöner, dass wir dann nochmal hier hingehen. Dann werden wir da jetzt mal irgendwie so ein spätes Frühstück, Schrägstrich Mittagessen, zu uns nehmen in diesem Restaurant. Ich bin mir nicht sicher, ob da alles einwandfrei funktioniert hat, aber sehen wir jetzt. Okay, also ich konnte jetzt gerade irgendwie nicht dahin, das Spiel konnte nicht geladen werden und irgendwas stimmt mit diesem Restaurant nicht. Das heißt, wir werden da jetzt einfach mal ein neues platzieren. Aber es ist doch gar nicht unvollständig. Was fehlt denn hier? Das ist ja gelogen. Wir könnten hier voll gut essen gehen. Hier ist sogar so ein schöner Zweiertisch. Wir versuchen das jetzt nochmal. Okay, irgendwas stimmt da nicht. Das Spiel konnte nicht geladen werden. Fehlercode. Okay, dann machen wir es anders. Dann werden wir jetzt nicht nach Tortosa reisen, sondern nach Sulani und werden da aber dann eben Zeit in unserem Mietobjekt hier verbringen. Wir können ja einfach hier ein bisschen am Strand spazieren gehen. Wer soll das verstehen? Okay, wir sind jetzt anscheinend doch hier und Maddie ist jetzt gerade hier. Maddie wird jetzt aber einmal zur Unterkunft gehen, denn Milo und Elena werden jetzt hier einmal essen. Okay, irgendwie funktioniert das alles nicht. Egal. Wir werden jetzt trotzdem hier eine schöne Zeit miteinander verbringen, auch wenn wir gerade wieder von Bugs überhäuft werden. Wer weiß, woran es mal wieder liegt. Elena und Milo werden dann jetzt aber zu ihrer Unterkunft zurückkehren, denn hier können sie jetzt gerade nicht essen gehen. Dann können wir uns lieber hier bei uns zu Hause was Schönes kochen und dann oder vorher noch ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen im Meer schwimmen, was tauchen oder so und danach dann eben was zusammen kochen und dann haben die einen schönen Abend miteinander. Okay, wir denken uns jetzt Melody weg. Melody, kannst du irgendwie zufällig zur Tagespflege gehen oder so? Deine Eltern haben jetzt ein bisschen Zeit für sich. Na gut, wir müssen uns das jetzt, glaube ich, alles ein bisschen vorstellen, dass sie jetzt nicht da ist. Okay, Elena und Milo können jetzt aber tatsächlich hier einmal zusammen ein bisschen schnorcheln gehen. Wie gesagt, sie versuchen jetzt einfach so viel Zeit es geht, eben zu zweit zu verbringen, damit Elena hoffentlich ganz bald diesen Wunsch mit einer neuen Beziehung vergessen wird, weil sie so glücklich mit ihrem Milo ist. Weil eigentlich ist sie das ja auch. Also eigentlich gibt es ja aktuell keinen Grund für sie, dass sie an dieser Beziehung zweifelt oder dass sie sich eine neue Beziehung wünscht, weil sie ist einfach wahnsinnig glücklich in dieser Beziehung aktuell. Aber da sie jetzt aktuell eben merkt, dass es irgendwie jetzt doch aktuell ihr nicht so ganz reicht, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht von sich aus auch jetzt vorgeschlagen hat, dass die zwei eben noch mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen, weil es ihr eben auch selbst total wichtig ist, dass das eben mit Milo funktioniert. Und wie cool, dass sie jetzt einfach jetzt zusammen schnorcheln gehen können. Ich liebe Sulani wirklich, Leute. Ich liebe Sulani total. Und ich freue mich einfach so sehr darauf, wenn wir jetzt mit der nächsten Generation hier spielen werden. Es gibt ja bald ein neues Pack. Ich glaube, gehört, am 7. Dezember kommt ein neues Pack raus. Das werden wir dieses Mal tatsächlich dann im Let's Play nicht so explizit aufnehmen, wie wir das jetzt bisher gemacht haben. Also ich habe ja bisher immer versucht, dann die Themen der Packs, die Themen des Let's Plays sehr an die Packs anzupassen. Aber dadurch, dass das vom Thema her echt so gar nicht passt, habe ich jetzt für mich entschieden, dass wir das Pack dann nicht in diesem Let's Play so intensiv spielen, sondern dann wirklich uns nach den Regeln richten der Weltenbummler Challenge und dann wirklich nach Sulani gehen, weil alles andere wäre halt wirklich schade. Es würde zu Melody halt überhaupt nicht passen, jetzt irgendwie zur Miete zu wohnen, weil das ist halt echt so was sie gar nicht will. Sie will ja diese Freiheit und diese Natur und das Unbeschwerte mit dem Yoga und da würde irgendwie so eine Mietswohnung, wo sie eng mit den Nachbarn zusammenwohnt, irgendwie nicht passen. Wir können natürlich mal gucken, was das Pack so mit sich bringt. Ich weiß noch nicht viele Inhalte darüber. Vielleicht kann man hier auch auf Sulani dann so Mietswohnungen errichten. Dann wäre das vielleicht für den Anfang gar nicht so schlecht, weil nicht jeder kann sich direkt ein Haus leisten. Also eigentlich niemand. Und da wäre das ja eigentlich ganz passend, wenn sie dann vielleicht wirklich erstmal so in ihre erste eigene Wohnung zieht.
So eine Art Studentenwohnheim vielleicht auch. Aber das müssen wir mal gucken, welche Aspekte dieses Pack dann tatsächlich so mit sich bringt. Ja, ihr zwei könnt euch jetzt einmal hier im Wasser küssen, weil ihr seid nämlich gerade total verliebt und seid richtig glücklich und deswegen möchte ich das. Ja, genau, ihr seid verliebt. Das ist schön. So möchte ich das. Und Elena, du kriegst diesen Gedanken jetzt mal ganz schnell aus dem Kopf mit einer neuen Beziehung. Das wollen wir nämlich nicht. Ach süß, Melody hat eine Mondschneckenschnecke-Muschel gefunden. Das ist ja schön. Okay, aber wie gesagt, Melody ist nicht hier. Also in unserer Vorstellung ist sie nicht hier. Wir gehen mal hier plaudern und werden dann vielleicht noch was zusammen essen. Wir können ja mal zusammen Mittagessen kochen. Es gibt Hackfleisch, Tamales, das ist laktosefrei, das kann Milo nämlich dann auch essen. Oh, wir müssen auch jetzt bald wieder nach Hause. Wir haben jetzt nur noch einen Tag. Aber diesen einen Tag genießen wir natürlich jetzt noch hier in vollen Zügen. Was wollt ihr die ganze Zeit, dass wir hier euren Gruppen beitreten? Was ist das? Kovalente Verbindung? Ja, wir treten mal bei. Okay, es ist irgendwas Interessantes. Irgendwas mit Genie? Ja gut, wir werden das herausfinden, was Milo da gerade beigetreten ist. Die beiden kochen auf jeden Fall jetzt gerade hier zusammen und werden natürlich dann gleich auch zusammen essen. Und Milo durchkreuzt mal wieder diese Pläne. Oh, stimmt. Wir haben voll vergessen, die Geschichte mit Stacy weiterzumachen. Okay, die beiden haben sehr ähnliche Frisuren mittlerweile, sehe ich gerade. Die sehen sich wirklich enorm ähnlich. Stacy ruft gerade an, um zu plaudern. Wir haben voll vergessen, die Geschichte wieder mit aufzunehmen. Okay, da müssen wir dringend mal gucken, dass wir das auch noch irgendwie in die Wege leiten. Ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch in diesem Part. Vielleicht, wenn wir dann wieder nach Hause reisen, dass wir dann auf jeden Fall mal mit Stacy reden, weil da ist ja mittlerweile echt einiges. Ich denke, dass Stacy aktuell versucht, mit Linus das irgendwie ein bisschen zu klären und jetzt aber Elena nochmal anruft, um sie halt so ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen, was halt Sache ist, wie es aktuell so steht um die Beziehung. Ja, da habt ihr mir verschiedene Sachen in die Kommentare geschrieben. Also manche haben auch geschrieben, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen wäre, an dem Milo eventuell mit Stacy zusammenkommen könnte. Aber ich sehe das irgendwie nicht. Also ich finde nicht, dass Milo jetzt Elena hintergehen würde. Nein, Milo, du hast Laktoseintoleranz und da ist Laktose drin. Wir haben was anderes für euch gekocht. Ich sehe aber aktuell nicht, dass Milo Elena verlassen würde. Also das sehe ich wirklich nicht. Okay, die Kinder können jetzt mal ins Bett gehen. Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre schon ein bisschen später, weil ihr könnt jetzt schlafen. Ihr seid sehr müde, ihr seid nicht mehr hungrig und ihr geht jetzt ins Bett, weil eure Eltern wollen nämlich Zeit zu zweit verbringen. Ja, und Elena wird jetzt wahrscheinlich eben erzählen, dass Stacy gerade wieder angerufen hat und dass sie momentan echt Probleme hat und dass sie jetzt aber den Abend nicht belasten will der beiden und dass sie das an einem anderen Zeitpunkt nochmal mit Milo besprechen wird. Weil ihr habt mir nämlich auch geschrieben, dass ihr schon denkt, dass Milo mit Elena offen darüber reden wird, dass er mal mit Linus geflirtet hat. Jetzt will ich aber gerade nicht, dass das an diesem Abend jetzt passiert, weil jetzt haben die zwei gerade so ihren romantischen Abend zu zweit und irgendwie wäre das jetzt halt schwierig, wenn sie jetzt über so ein Thema reden würden. Deswegen ist mein Plan jetzt folgender. Wir machen das jetzt so. Erstmal verbringen Elena und Milo ein bisschen Zeit zu zweit. Ihr könnt mal zusammen hier eine Skulptur bauen, genau. Und mein Plan ist jetzt folgender. Ich würde sagen, dass Milo offen mit Elena spricht, weil aktuell haben die so eine gefestigte Beziehung und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wenn Milo von der ganzen Sache Wind bekommt, dass er dann einfach sagen wird, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, sondern er wird wahrscheinlich, also Elena wird wahrscheinlich dann mit Milo reden, wird sagen, so, Stacy hat momentan echt Probleme mit Linus und sie hat das Gefühl, dass er ihr untreu ist und so weiter. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt wird Milo dann eben ehrlich sein und wird sagen, okay, Elena, ich muss dir da was sagen. Natürlich hat er jetzt ihn nicht geküsst, er ist nicht irgendwie, er hat nicht anderweitig irgendwas mit ihm gemacht. Es ist ja grundsätzlich nichts passiert, aber er hat mit ihr geflirtet. Und es ist jetzt natürlich die Frage, wie Elena darauf reagiert, wenn sie erfährt, dass Milo, ihr Mann, dafür zuständig ist, dass ihre Schwester gerade so leidet. Ich glaube, das wird Elena auch nicht leicht fallen, dann da irgendwie ja mit umzugehen. Und das wird, glaube ich, noch mal so ein bisschen, ja, ein bisschen alle Beziehungen auf die Probe stellen. Aber das machen wir nach unserem romantischen Abend, der jetzt damit endet, dass die beiden ein Techtelmechtel haben. Also ich meine, eigentlich dürfte ja nichts passieren.
Wir sind ja voll, unser Haushalt ist voll. Das heißt, eigentlich könnte ja jetzt nichts passieren. Weil wenn wir jetzt noch ein Kind bekommen würden, hätten wir natürlich noch mal andere Probleme. Aber das wird nicht passieren. Wie gesagt, acht Leute. Und ja, wie gesagt, jetzt haben die ihren romantischen Abend zu zweit und den will ich jetzt eben nicht kaputt machen, weil, ja, das wäre jetzt halt einfach schade. Okay, es wurde kein Schutz verwendet, aber das ist ja egal, weil wir haben ja acht Leute in unserem Haushalt, also kann sie ja eigentlich gar nicht schwanger werden. Gut, die beiden haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen schöne Zeit miteinander gehabt und Elena wünscht sich keine neue Beziehung mehr. Halleluja. Okay, wir haben unser Dings hier erreicht. Sie möchte jetzt kochen lernen und sie möchte sauber machen. Wunderbar. Okay, ach nee, sie möchte sich selbst reinigen. Alles klar, das kann sie natürlich gleich machen und sie möchte was mit ihrer Tochter machen. Okay, da sieht man aber mal wieder, dass es einfach manchmal wichtig ist, dass sie zwei einfach ein bisschen Zeit nur zu zweit miteinander verbringen. Das finde ich einfach schön, dass sie das jetzt auch gemacht haben, dass das jetzt der Beziehung gut getan hat und dass Elena damit jetzt auch diesen Gedanken aus dem Kopf kriegen konnte. Ich bin wirklich sehr glücklich darüber. Und wir machen jetzt einfach der Vollständigkeit halber mal einen Schwangerschaftstest, aber wie gesagt, eigentlich darf da ja nichts passiert sein. Oh, wir haben kein Geld für einen Schwangerschaftstest. Das ist natürlich schlecht. Ich dachte gerade, warum geht das nicht? Gut, dann verkaufen wir mal was in unserem Inventar. Klamotten, die wir nicht mehr brauchen. Und Vitaldünger, perfekt. Damit können wir uns einen Schwangerschaftstest leisten. Okay, alles gut. Gut, sie ist nicht schwanger. Sehr gut. Ich wüsste jetzt gerade nicht so genau, aber ich habe ja so ein bisschen umgestellt mit der Haushaltsgröße. Ich hatte jetzt gerade doch ein bisschen Bedenken, nicht, dass es da doch irgendwie. Aber sie ist nicht schwanger. Sehr gut. Okay, das Thema ist also dann auch vom Tisch. Aber es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die beiden an ihrer Beziehung gearbeitet haben, dass sie sich wieder näher gekommen sind. Und das ist ja einfach nur total schön. Und die beiden machen jetzt hier gerade einfach noch eine Kissenschlacht und sind einfach gerade vom Gefühl her nochmal 15 Jahre alt. Einfach richtig, richtig schön. Als Ranch-Hilfe bin ich an harte Arbeit gewöhnt, aber ich habe auch meine Prinzipien. Ich werde mein Glück woanders suchen. Du bist hier gerade völlig falsch, liebe Ranch-Hilfe. Du sollst auf unserer Ranch helfen und nicht in unserem Urlaub. Es wäre natürlich super gewesen, wenn sie sich jetzt um unsere Tiere gekümmert hätte hier in der Zeit, aber das hat sie leider nicht getan. Das ist der nächste Morgen und tatsächlich hat hiermit jetzt der Herbst begonnen. Wir haben endlich Herbst und das bedeutet, wenn wir gleich auf unserer Ranch zurück sind, können wir endlich unsere ganzen Herbstpflanzen draußen anpflanzen, auch mal Äpfel und so. Das wird richtig toll. Hier ist eine Fliege in meinem Raum. Geh weg, Fliege. Aber auf jeden Fall genießt Milo jetzt gerade hier noch die letzten Sonnenstrahlen von Sulani, nachdem es dann gleich wieder nach Hause geht. Wir packen jetzt gleich unsere Koffer und werden wieder zurück nach Chestnut Ridge reisen. Das machen wir, glaube ich, auch jetzt direkt, denn unser Urlaub ist vorbei. Achso, wir müssen das, glaube ich, anders machen, ne? Wir müssen das, glaube ich, übers Telefon machen. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, dass wir diese ganze Geschichte mit Linus und Stacy zumindest noch in die Wege leiten, damit ich dann so ein bisschen auf eure Kommentare eingehen kann im nächsten Part. Genau, wir werden jetzt hier einmal den Urlaub beenden. Ich werde das Ganze jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe, in die Wege leiten und ihr schreibt mir dann in die Kommentare, was ihr denkt, wie jede Partei damit umgeht, beziehungsweise was dann weiterhin passiert. Ich weiß ja jetzt noch nicht so ganz genau, was gleich passiert. Milo, geh mal den Urlaub beenden. Ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt. Okay, und wir haben eine neue Ranch-Hilfe. Wie schön. Okay, also wir sind jetzt gerade hier zu Hause angekommen und werden erstmal mit Infos überschüttet. Tiersitter ist weg. Wir haben eine neue Ranch-Hilfe. Wunderbar. Okay. Maddie hat natürlich jetzt heute noch keine Schule, aber sie kann ja jetzt mal gerade hier mit Penny ein bisschen reiten. Ihr Fohlen kann ja jetzt aktuell noch nicht geritten werden, aber das hält sie natürlich nicht davon ab, jetzt hier fleißig weiter ihre Reitfähigkeit. Peanut ist älter geworden. Oh nein, er ist jetzt ein älterer Kater. Aber gut, wir haben ihn natürlich auch schon richtig lange. Ne? Es ist natürlich jetzt nur eine Frage der Zeit gewesen, dass Peanut jetzt älter wird. Unsere kleine Melody kann jetzt vielleicht hier auch mal ein bisschen spielen. Wir gucken mal, womit sie sich beschäftigen kann. Sie kann mal hier ein bisschen die Holzklötze stapeln. Und Elena und Milo werden sich jetzt mal hier gemeinsam an den Tisch setzen. Okay, und ich sehe gerade mit der Relationship and Pregnancy Overhaul können wir nur bei Betrug und Treue äußern, dass wir einen Verdacht haben, aber das haben wir ja nicht. Also es wäre ja jetzt eigentlich so, dass wir sagen, also dass Milo halt gesteht, dass er mit Linus geflirtet hat. Aber selbst das Spiel findet das jetzt gerade nicht so schlimm, dass das hier irgendwie, ja, irgendwie stehen würde. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal
Also Elena wird jetzt erstmal mit Milo darüber sprechen und wird jetzt eben erzählen, dass Stacy sich gemeldet hat und dass sie halt wirklich richtig Stress mit Linus hat im Moment, weil sie einfach den Verdacht hat, dass Linus eine andere hat. Also Linus, weil, also Stacy weiß ja jetzt überhaupt noch gar nichts von Linus Interessen an Männern. Das ist, also das, damit rechnet sie natürlich auch nicht, weil ich meine, sie hatte ja immer das Gefühl, dass er sie liebt, aber irgendwie hat das halt ja abgenommen in letzter Zeit und deswegen ist es halt einfach schwierig im Moment. Elena erzählt Milo das jetzt, dass sie einfach nur wahnsinnig leid tut, dass sie jetzt gleich mal zu Stacy rübergehen wird, weil sie halt, also dass Stacy halt momentan wirklich am Überlegen ist, erstmal sich zu trennen von Linus, dass sie eine vorübergehende Trennung eben vorschlägt. Und ich glaube, das wird Milo dann eben zu dem Entschluss bringen, dass er jetzt mit Elena darüber sprechen wird. Er wird Elena sagen, dass er mit Linus damals mal geflirtet hat, dass es eigentlich nicht zu bedeuten hatte, dass er auch nicht so richtig weiß, was da über ihn gekommen ist und warum er das getan hat, aber dass er, also dass es ihm einfach wichtig ist, dass Elena das weiß und dass da aber auch nichts weiter gelaufen ist, außer diese kurze Flirterei, aber dass Milo eben da schon das Gefühl hatte, dass Linus eben eher Interesse an Männern hat als an Frauen und dass er das Gefühl hat, dass es vielleicht mit Stacy nur so eine Art Schein ist, damit niemand das rausfindet. Ja, und Spaßvögel? Ich weiß es nicht so richtig. Ja, wir machen mal Spaßvögel. Ja, und ich glaube aber schon, dass Elena jetzt erstmal ein bisschen sauer darüber sein wird. Also ich meine, sie wird, glaube ich, so hin und her gerissen sein, weil sie halt einerseits dankbar ist, dass Milo ehrlich zu ihr ist, aber dass sie, also dass er erst jetzt ehrlich ist, ist natürlich auch wieder so eine Sache, die sie natürlich ein bisschen blöd findet. Deswegen werden wir jetzt einmal kurz streiten. Über die Karriere von mir aus. Wir haben natürlich keine Karriere, aber wir streiten offiziell natürlich jetzt gerade über diese Geschichte mit Linus. Und wie gesagt, Elena wird jetzt nicht ewig sauer sein, aber sie ist jetzt gerade erstmal natürlich schon ziemlich verletzt, weil sie das jetzt erst erfährt. Und sie hat natürlich jetzt auch das Gefühl, dass das vielleicht dazu geführt hat, dass ihre Schwester jetzt diesen Stress mit Linus hat. Und das ist natürlich jetzt auch nicht schön für sie, weil sie natürlich mitkriegt, wie sehr ihre Schwester leidet. Und da zu wissen, dass ihr Mann einen Teil dazu beigetragen hat, ist natürlich schrecklich. Ja, aber jetzt, wie gesagt, ist es raus. Elena weiß davon, dass Milo mit Linus geflirtet hat. Und jetzt könnt ihr ihm in die Kommentare schreiben, was Elena nun tut. Wird Elena das Stacy erzählen? Wird Stacy sich von Linus vorerst trennen? Was machen wir mit deren Beziehung? Soll es da weitergehen? Also ich weiß es halt nicht. Die beiden haben halt schon so lange es versucht. Jetzt streitet nicht die ganze Zeit. Ihr müsst jetzt nicht eure ganze Beziehung in Frage stellen. Ihr solltet nur kurz miteinander streiten. Naja, aber auf jeden Fall, schreibt mir das in die Kommentare unbedingt, ob die beiden sich trennen sollen oder nicht. Es ist schwierig. Ich hatte auch schon überlegt, ob wir Stacy, oh, es ist wieder hell, ob wir Stacy bei uns einziehen lassen sollen. Da müsste ich nochmal in den Einstellungen gucken, ob ich das hinbekomme mit der höheren Haushaltsgröße. Vielleicht kann Stacy auch erstmal eine Weile zu uns ziehen mit ihrer Tochter. Das wäre eine Idee. Da könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet. Und vielleicht findet sie ja dann auch wieder zu Linus zurück. Also wir hätten natürlich dann eher die Möglichkeit, das Ganze mal ein bisschen zu beobachten, ob Linus anruft, ob er mal vor der Tür steht, ob er Interesse daran hat, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen und sowas. Das können wir natürlich dann alles viel besser beobachten, wenn wir Stacy bei uns in unserem Haushalt hätten. Aber sowas möchte ich natürlich nicht ohne eure Zustimmung machen. Deswegen warte ich da jetzt erstmal ab, was ihr sagt. Wir könnten Stacy natürlich sogar hier oben ein bisschen was einrichten, dass sie dann erstmal hier wohnen kann. Ja, aber das ist alles nur eine Idee. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und dann würde ich tatsächlich an dieser Stelle jetzt schon diesen Part beenden. Ich bin gespannt, was ihr sagt zu der ganzen Geschichte und freue mich von euch zu lesen und wünsche euch dann bis zum nächsten Part noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns bis dann. Tschüss!